Kapitel 10 Bittet Jahwe um Regen, wendet euch an ihn zur Regenzeit. Denn Jahwe ist es, der die Wetterwolken zusammenballt. Er lässt regnen, und er gibt dem Menschen das Grün auf dem Feld. Die Hausgötzen haben nur Unsinn geredet und die Wahrsager Trügerisches geschaut. Sie haben euch erlogene Träume verkündet und spendeten windigen Trost. Darum musstet ihr fortziehen wie Schafe im Elend, um die sich kein Hirt kümmert. Über die Hirten ist mein Zorn entflammt, über die Leitböcke will ich Musterung halten. Denn Jahwe, der allmächtige Gott, mustert seine Herde aus Juda und macht ein prächtiges Streitroß daraus. Aus Juda kommen Eckstein und Zeltpflock, Kriegsbogen und Anführer. Sie werden wie Helden kämpfen und die Feinde wie Straßendreck zertreten. Ja, sie können kämpfen, denn Jahwe steht ihnen bei. Selbst die Reiter hoch zu Ross werden an ihnen zuschanden. Ich werde Judas Nachkommen stärken und Josefs Nachkommen retten. Ich habe Erbarmen mit ihnen und lasse sie heimkehren. Es wird so sein, als hätte ich sie nie verstoßen. Denn ich bin Jahwe, ihr Gott. Ich erhöre ihre Gebete. Ephraims Männer werden wie Helden kämpfen und fröhlich sein, als ob sie Wein getrunken hätten. Ihre Kinder werden jubeln, wenn sie es sehen, und von Herzen Jahwe preisen. Ich will ihnen pfeifen und sie zusammenholen, denn ich habe sie erlöst. Und sie werden so zahlreich sein wie einst. Habe ich sie auch unter die Völker gesät. Wenn sie in der Ferne an mich denken, werden sie am Leben bleiben und mit ihren Kindern heimkehren. Ich lasse sie heimkehren aus Ägypten und Assyrien und siedle sie in Gilead und dem Libanon an. Doch nicht einmal dort werden sie genug Platz haben. Sie werden in Angst durchs Meer gehen, aber ich werde seine Wogen zurücktreiben und den Nilstrom versiegen lassen. Der Hochmut Assyriens wird gestürzt und die Macht Ägyptens gebrochen. Ich werde sie stark machen in Jahwe, und in seinem Namen werden sie leben, spricht Jahwe, der allmächtige Gott.